Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Victorinox-Messerausgabe hier bei Hillbilly TV. Letztens habe ich es ja schon vorgestellt, das Blaze Orange farbene Cadet Color, von dem es 5 Farben gibt. Viel auf die Technik braucht man dann nicht mehr eingehen. Alle Victorinox-Fans kennen das Cadet in der normalen Ausführung noch mit dem Ringle. Das ist die 5-Color-Ausführung ohne Ringle, dafür ist ein Ledertäschle mit dabei. Und jetzt habe ich durch einen guten Tausch bin ich an ein paar Victorinox-Messer gekommen. Unter anderem an ein Cadet Color in Schwarz. Natürlich die gleichen Ausstattungsmerkmale, aber in den schwarzen Alugschalen. Und ebenfalls dem Ledertäschchen und das Ganze auch noch in Blau. Und das sieht ja auch geil aus, ist ja auch eine geile Farbe. Ich hoffe, das kommt auf der Kamera so gut rüber, wie das schimmert. Das ist so ein richtig schönes, dunkles Blau-Metallic. Richtig schön. Klar, über Sinn und Unsinn von Limit Editions braucht man da diskutieren. Das heißt, die Dinger dann meistens immer das Doppelte kosten wie die Serienausführung, ist der Preis natürlich nicht gerechtfertigt. Für den, was weiß ich, Sammler oder Liebhaber ist es natürlich okay. Und man erwartet da ja nicht einen Mehrwert an Funktion oder irgend sowas, sondern einfach nur, weil sie halt ein bisschen was Besonderes sind, mit diesen tollen Farben. Tja, es fehlt mir eigentlich, um das 5er-Set komplett zu bekommen, nur noch die silberne Ausführung vom Cadet. Die sieht dann so aus. Gut, das ist jetzt ein Farmer. Das ist natürlich etwas größer, habe ich ja schon mal vorgestellt. Und dann fehlt es mir noch im klassischen Victorinox Rot, in so einem Dunkelrot Metallic. An alle Cadet Color Besitzer in Silber und Rot da draußen. Und ihr wollt es vielleicht loswerden. Schreibt mir doch mal ein PN. Vielleicht können wir uns da ja irgendwie einig werden. Ne? Vielleicht habe ich ja was zu tauschen oder... Ich kaufe es euch halt zu einem guten, fairen Preis ab. Dann kriege ich vielleicht hier noch diese Sammlung komplett mit Tausch- und Gebrauch-Deals. Weil ich denke, als 5er-Set zusammen wäre das eine richtig feine, abgeschlossene Sache. Ne? Heute Blau, Schwarz, Orange. Das sind schon mal 3 tolle Farben, weil die sieht man nicht so oft bei Victorinox, während das ein Rot und Silber bekannter ist. Aber... versuchen werde ich natürlich, das 5er-Set komplett zu bekommen. Schön, ne? Verrückt, aber schön. Okay, das war mal ein kleines, kurzes Update von meinem Cadet 5-Color-Experiment. Und mal schauen, ob mir die anderen Messerchen noch zufliegen. Also Leute, danke fürs Reinzeppen, bewerten, kommentieren. Wir sehen uns bald wieder hier bei der Victorinox Taschenmesserfront, weil in diesem coolen Messertauschstil an der Stelle nochmal herzliches Vergelt's Gott dir. Da kommen noch ein paar weitere Victorinox, die ich euch in den nächsten Videos zeige. Also bis dahin, ciao und haltet euer Victorinox stets griffbereit. Bis zum nächsten Mal.